Okay, dann würde ich, wie gesagt, zu guter Letzt die Aufgabe 6, wie oft wird Barack Obama in allen Episoden genannt, euch auch nochmal über den Zaun werfen und euch bitten, das zu versuchen. Und ich würde gleich dann die Ideen und Lösungen mit euch besprechen. Frustrationslevel erreicht. Da muss man sich ein Polster aufbauen. Das ist, kann manchmal frustrierend sein, wenn Sachen nicht klappen. Aber jetzt im Moment wissen wir auch teilweise noch gar nicht, wie wir da rangehen können. Also von daher lernen wir da auch immer neue Befehle. Also, wie oft wird Barack Obama in allen Folgen genannt? Erstmal vielleicht generell wieder von der Vorgehensweise, was nachher rauskommt, ist wieder eine Zahl, wenn wir wie oft sagen. Vielleicht wollen wir in dem Fall sogar die jeweiligen Zeilen haben, damit wir sehen können, ob das wirklich stimmt. Also immer ganz gut, das zu überprüfen, damit man nicht nur das Count hat. Aber generell, welche Tabelle würde da in Frage kommen? Genau, Scriptlines ist auf jeden Fall die Tabelle, die wir jetzt mal untersuchen wollen. Und welche Spalte hättest du da im Blick? Du hast die Normalized Text genommen. Okay. Ich würde die erstmal selektieren, damit man mal sieht, was da so drin steht. Da sind eben die normalisierten Texte, die gesprochen werden. Und normalisiert bedeutet letztlich einfach Satzzeichen entfernt und auch alles klein geschrieben. Also das ist das, was man mit Normalized Text. Und du hast jetzt gesagt, du hast eine Lösung gefunden. Dann sag mal. Genau, normalize text like. Okay, ich wiederhole das nur, damit man es hört. Und genau, das davor und dahinter. Dann können wir mal ausführen, was jetzt rauskommt. Wir kriegen jetzt immer noch normalize text, aber hier sollte überall zumindest einmal dieser Obama-Wert drin vorkommen. Really, does Obama know about this? And the first lesson will be to work the tattoos, flying skull, Obama, Scooby-Doo. And so many Obamas. Obama, Obama, Obama. Sieht gut aus. Ich mache das deswegen, dass man das nochmal überprüfen kann, damit man auch das irgendwie so plausibilisieren kann. Weil, wenn man nur sich auf die Abfrage, wenn man sein Vertrauen nur in die Abfrage steckt, aber nie plausibilisieren kann, ob wirklich dieses Like auch das macht, was man denkt, dann fehlt so ein bisschen das Vertrauen. Aber an der Stelle sieht es scheinbar wirklich so aus, als würde es funktionieren. Dass dieser Obama auch wirklich der Obama ist, den wir suchen, das kann natürlich sein, dass es jemand anders gibt, der noch Obama heißt. Ne, dann wäre der auch mit drin. Okay, müssen wir in Kauf nehmen. Es gibt aber noch ein anderes Problem bei diesem Like-Operator. Es könnte jetzt ein Wort geben, in dem Obama drin vorkommt. Das ist jetzt schwierig, ich kenne keins, aber es könnte sein. Wenn wir das gleiche mal mit Trump machen würden, können wir mal machen, dann würden wir hier einfach Trump reinschreiben, ne? Und dann sehen wir das Problem. Hier sehen wir schon mal, der erste ist nämlich kein Trump-Treffer. Da gibt es ein Wort, Good luck in your trumped-up lawsuit, Dad, oder Trumpet, beinhaltet auch Trump. Strumpets. Und hier gibt es tatsächlich President Trump. Einmal in Zeile 4. Also man muss da vorsichtig sein. Deswegen hatte ich auch darauf hingewiesen, dass man das auf jeden Fall validieren sollte. Man kann natürlich Maßnahmen treffen, um das noch weiter zu verfeinern. Wir können ja mal bei dem Beispiel Trump bleiben. Wie könnten wir da jetzt sicherstellen, dass wir sowas wie Trumpet oder Trumped up irgendwie nicht drin haben? Ein Leerzeichen, ne? Genau. So. So hätten wir wirklich sichergestellt, dass Trump als Begriff drin vorkommen muss. Und das schränkt schon unsere Menge mehr weiter ein. Ne? Da hätten wir Trump. I was doing Donald Trump. I know who Donald Trump is. Donald Trump, no. Genau. Also da können wir das Ergebnis schon ein bisschen besser einschränken. Und ja, da muss man bei Texten immer vorsichtig sein. Man hat bei Texten immer die Probleme, dass Wörter nicht immer eindeutig vom Kontext her sind. Also wenn man nach bestimmten Begriffen sucht, haben die oft zwei Bedeutungen oder mehr, um genau das zu finden, was man sucht. Wenn man nur nach Wörtern sucht, ist es oft schwierig. Und dafür wollte ich hier einfach nur sensibilisieren, dass man da auch mal guckt, was ist eigentlich im Ergebnis. Und klar, wenn wir das dann haben, dann können wir hier wieder einen Count anwenden und kriegen dann unsere 4 oder hier im Fall von Obama. Ich meine, da könnten wir es genauso machen bei Obama, ne? Den würden wir auch jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie was davor oder dahinter kommt. Und bei Obama sind es dann eben 8 bei mir, 8 Vorkommnisse. Genau, aber was wir kennengelernt haben, dieser Like-Operator,
Ja, der sagt im Prinzip, wie der Name schon sagt, normalized text like, der soll so sein wie. Und dann können wir eben mit diesen Wildcard-Prozentzeichen eine beliebige Zeichenkette mit Placeholdern definieren. Also wir könnten zum Beispiel auch sowas machen wie, da muss irgendwie Barack Obama stehen. Also wir könnten auch mit Leerzeichen getrennt genau sagen, was dazwischen stehen soll. Kommt sowas vor? Einmal. Wir könnten aber auch sowas sagen wie irgendwie, wir suchen irgendein Wort. Mir fällt jetzt nichts Gutes ein, aber wir könnten sowas machen wie, es soll drin vorkommen President und dann irgendwas und dann irgendwann Obama. Das heißt, da könnte drin stehen, the President of the United States is Donald Trump and the former was Obama. Das würde immer noch ein Treffer sein, da kommt President drin vor und dazwischen irgendwas und dann kommt Obama. Also man könnte so auch sagen, wir suchen nach einem bestimmten Muster. Ja. Das wäre jetzt, genau, das muss die Reihenfolge eingehalten. Die Reihenfolge ist klar, nur das bedeutet, es kann vor President irgendwas kommen, nach President irgendwas, dann muss Obama kommen und danach kann auch noch irgendwas kommen. Ja, also so kann man mit diesen Wildcards, die kann man beliebig kombinieren und dann kann man schon einiges ausdrücken von den Abfragen, die man braucht. Es gibt auch noch erweiterte Funktionen für Strings oder für Zeichenketten. Strings ist der englische Begriff für Zeichenketten, mit denen wir noch mehr machen können. Und wir lernen spätestens, wenn wir über unstrukturierte Daten sprechen, worunter auch Texte fallen, wie wir noch ein bisschen fortgeschrittener mit Texten arbeiten können. Also das ist jetzt so der einfachste Weg mit diesem Like-Operator, aber der ist oft nicht mächtig genug, um alles zu machen, was wir uns gerne wünschen würden. Aber für solche Sachen wie oft wird Obama genannt, das kriegen wir damit noch ganz gut abgedeckt, nämlich indem wir das einfach mit diesen Wildcards machen. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel, um das noch fortzuführen, wenn man jetzt Obama, man sagt, wie oft ist Obama am Satzende, ne, dann würde man das Prozent einfach wegnehmen. Das würde jetzt bedeuten, nach Obama darf nichts mehr kommen. Ne, der würde jetzt, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen gibt. Drei Stück. Das heißt, da sollte er auch wirklich am Ende stehen. Also man muss nicht an beiden Seiten dieses Wildcard-Symbol haben. Man kann auch einfach sagen, davor soll irgendwas kommen, aber der Satz soll auf Obama enden. Und dann hätte man hier diese drei, die auch wirklich auf Obama enden. Genauso könnte man halt umgekehrt sagen, man möchte welche, die im Obama starten. Ne? Aber da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich keinen. Okay bedeutet übrigens immer, okay heißt, Syntax war gut, funktioniert alles, aber es gibt kein Ergebnis. Also keine Zeile im Ergebnis. Gut, ich mache das mal wieder so, dass es Sinn ergibt und wir auch ein Ergebnis haben. Und würde an der Stelle, wie gesagt, diese Aufgabe 6 erstmal als letzte Aufgabe, die wir gemeinsam besprechen sehen. Und ihr könnt dann die anderen 7 bis 10 für euch machen und wir können die dann gerne beim nächsten Mal zusammen besprechen und die Lösung dann auch teilen.